Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme von Minecraft Sky Factory. Und wir sind wieder im Geschehen, wie gestern, nehme ich an. Und wir machen weiter. Ich habe hier schon einiges vorbereitet, jetzt brauchen wir auch keine Tanks mehr. Magmatic Dynamo, Hardened Energy Cell, Hardened Energy Conduit und Fluid Ducts. Obwohl die Hardened Energy Conduits vielleicht ein bisschen knapp werden können. Wir haben auch ein akutes Redstone-Problem, also diese Harvester, die waren schon sehr notwendig. Sollen wir noch keinen Redstone rausbekommen haben, also... Nee, ist komplett leer. Alles was... Oder die sind unten in den Pipes, wer weiß. Vielleicht sind Unmengen noch in den Pipes drin, wer weiß. Ich lege aber weniger. Gut, die Musik geht ein bisschen auf den Driss. So, bisschen was Ruhigeres lieber. Alien Technology. Jetzt habe ich aber Angst. Ja, wir brauchen erstmal die Fluid Ducts, die Opaque. Die dürften eigentlich reichen. Lassen wir erstmal noch so. Dürfte passen. Wir müssen unsere Netherwarzenfarben auch unbedingt umlagern. Die dürften eigentlich reichen, die Fluid Ducts. Geht's an unserer Smeltery vorbei. Wir haben doch eigentlich eine Lava-Verbindung unten. Warte mal, machen wir nur mit dem Meter Wrench. Kann ich eigentlich hier so alles abbauen? Ne, der ist auch noch sicher. So, warte mal. Das kann ich eigentlich abbauen, weil wir haben unten noch die Lava-Verbindung, die können wir auch einfach weiterführen. Damit würden wir einfach Fluid Ducts sparen. Das ist einfach besser. So, perfekt. Hier unten. Da müssen wir mal hier rumgehen. Das ist auch so dumm gelöst. Warte mal. So. Und jetzt einfach... Naja, Ah ja, klar, hier unten können wir es ja machen. Perfekt. Stone Slab. Das ist einfach auch nur ein Hebel, habe ich nur mitgenommen. Ah, der Slab hält das ja auch nicht. Ach. Herrgott, nochmal. Das wollte ich aber unbedingt anders regeln, weil das ist echt dumm sonst. So, nee, das ging auch nicht so toll. Ach, Herrgott, was soll's. Dann machen wir mal das wieder dran. Sieht zwar schäbig aus wie sonst was, aber machen wir später. Das hätte ich auch genauso gut auf Screen machen. So, darum soll's ja auch nicht gehen, weil wir müssen jetzt erstmal hier weiterführen. Ich hätte alles noch schöner gemacht auf Screen, wie ich es immer habe eigentlich, wie ich es immer mache. Vielleicht das Stein können wir verschwenden. In Mengen. Wir müssen... Ah, nee, ich wollte ja nicht den Modus ändern. Zack, jetzt wieder alles richtig. Die sind auch zu lustig aus wie Glowstones. Das ist erstmal oben gucken. Und das freibauen und am besten ins Bett gehen. Aber generell ist es sinnvoll, sich das zu merken, dass Transfer-Nodes scheiße langsam sind. Das ist das Problem. Außer man hat also Sachen wie, Pflasterstein. Lava. Kommt am besten hier raus. Passt ja auch, weil hier der Tank ist. Das ist wirklich eine gute Position. Hier runter, genau. Ja, das ist ein bisschen unklug geregelt, aber wir müssen hier im Leben nicht mehr hin. Das ist halt die Sache. Ist zwar alles ganz schön gebaut, aber wir werden es nicht mehr so oft sehen, glaube ich. Okay, perfekt, passt ja perfekt eigentlich. Dann kommt halt ein Teil davon. Ich will wieder den Modus geändert. Teil davon kommt einfach hier weiter. Direkt Lava im Anschluss. Zack. Oh, du Scheiße. Ach, du Kacke. Das ist echt gefährlich, hier zu shiften. Da kann man nämlich nicht mehr bewegen mit dem Yeta-Wrench. Ach, du Kacke. Oh.
Das ist fast ein Einweg, Einweg-Shift-Klicken, keine Ahnung. Ah ja, genau, hier oben war das. Dann kommt, das ist ein zu viel sogar. So, perfekt, da kommt nämlich hier der Magmatic Dynamo hin. Glaube ich. Soll das so machen? Ja, das glaube ich auch. Und er produziert schon kräftig Energie. Das ist schön. Dann gehen wir wieder nach oben. Ja, das ist perfekt, dass wir das direkt mit dem Zugang zu Smeltville verbinden können. Das ist mir komplett entfallen, dass wir das noch haben. Mit dem Smeltville unendlich Lava. Aber gut. Okay, da können wir nämlich jetzt hier. Gefällt mir ehrlich gesagt noch nicht so. Ernsthaft. Mir wird's eher Alter, wieder der Eater Ranger. Das ist das einzig Dumme über den, aber der kann sonst alles. Das ist halt das Perfekte. So, ich würde nämlich eher sagen, den Dynamo machen wir eins tiefer. Ich meine, so ein Ding dran und machen. Ja, nee, das sollte ja. Dann soll nämlich hier das Ding ins rankommen. Nimmt er schon. Ignored. Blau heißt der Eingabe. Ja, der nimmt schon überall ein. Soll aber, das ist auch, jetzt habe ich auch endlich verstanden, das ist gar nicht schwierig. Das hier ist der Mittelpunkt und einfach die Seiten, die von dem ausgehen, ist eigentlich total einfach. Ich weiß auch nicht, warum das so schwierig für mich war zuerst. Ja, warte mal. Nämlich das hier ist oben, links, rechts, unten, hinten. Also das heißt, der Block hinter dem hier. Also das hier hinten. Aber der soll das ausgeben, ich glaube, nach rechts wäre am besten. Also hier. Hä? Ja, das ist ein bisschen komisch, dass er das dann nach vorne zeigt. Das ist ein bisschen dumm. Das ist unten, das ist richtig. Orange ist dann entweder das da hinten. Ah, meine Güte. Ja, es ist da hinten. Boah, Alter, ich wäre fast hier runtergefallen. Darüber habe ich auch erstmal nichts gemacht. Ich dachte mir, das hier. Das dürfte von keiner Seite ersichtlich sein. Ja, das ist gelb, das soll aber orange werden. Und das soll mich hier drunter führen. Ja, das passt, das passt, das passt. Da brauchen wir halt eins mehr. Hardened Energy Conduits. Davon brauchen wir definitiv mehr. Das merkt man sofort. Fuck it. So. Dann erstmal hier lang bauen. Wenn wir zu wenig Pflasterstein haben, wir haben Nachschub. Hier soll aber nichts spawnen, das wäre ziemlich doof. So, erstmal weiterbauen. Und dann natürlich auch die Energie hierhin. Können wir hier dran vorbei? Ja, das geht mit Sneak. Muss man nur ein bisschen aufpassen. So, dann kommen wir hier. Alter. Aber man kann sich doch bewegen. Mensch, die Devil, den muss ich mal echt weglegen. Brauche ich ja echt nicht. So, in Hardened Energy Conduits, extreme Mangelware. Boah, hier der harte Ghetto-Gangster-Beat. Erstmal hier diesen mega tollen Umweg nehmen. Wir brauchen Hardened Energy Conduits. Ey, ey. Sky Factory 2014. Boah. Der Sky Factory ist eher so das Label, so wie es klingt.
Easy Gaming 2014. Ich mach Technik. Du kannst gar nichts. Und nee, ich hör auf damit. So ein Quatsch. Aber nee, so, das wird er überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also, das kann man mir eigentlich nicht abnehmen. Dass ich könnte niemals so Gangster-Rapper werden. Ich glaube, da bin ich viel zu seriös, würde ich mich auch selber halten, dass ich da nicht so, oh nee, ich weiß auch nicht, das wird echt gar nicht passen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich gehe mit 2014, jo. Nee, gut, jetzt lassen wir den Scheiß. Wir wollen Hardened Energy Conduits. Let's Stone und Gloss. Und ein bisschen Sand wäre auch mal gut. Ja, damit. So. Conduit Bundle. Conduit Facade. What the fuck, was ist das denn? Conduit Binder. Binder Composite. Ah ja, na okay. Kommen wieder ab. Ender auch nie benutzt, außer die Data Wrench, weil der einfach top ist. Wir haben ein akutes Redstone-Problem, aber ich glaube, wir haben ein bisschen. Oh ja. Wie viel war es jetzt so? Nein, es war. Jetzt haben wir kein Redstone-Problem mehr. Hoho, nee, auf jeden Fall nicht. Let's Stone wieder ordentlich. 42, ja, passt. Wir haben ja von allem noch genug, wie man hier sieht. Und dann können wir harden. Dafür brauchen wir leider Invar und auch nochmal viel Redstone. Machen wir so viele, wie es geht. Ich hoffe, das reicht dann. Hardend, zack. Können wir 30 von machen? Bietet sich an. Zack. So. Und ab wieder nach unten. Hier. Immer gehe ich falsch. Schnell. Das ist Video Dungeon Crawl von Kevin MacLeod. Ich werde ja oft nach der Musik gefragt, aber das könnt ihr gerne tun. Also Musikfragen werde ich versuchen, alle zu beantworten. Ich kenne sogar meine. Habe ich mich erschreckt. Boah, ich dachte, was ist jetzt los? Und dann gucke ich nach unten, da ist nichts. Vor allem, was ist das für ein Scheiß? Ist das wirklich hier unendliche Wasserquellen oder was ist das? Ist das irgendwie so ein Glitch? Okay, immer noch langer Weg. Ich glaube, die 21 werden gar nicht mehr reichen. Die werden längst nicht reichen. Gut, dass wir dann unsere Redstone-Pflanzen damit automatisieren können, weil das hat jetzt ordentlich Redstone weggenommen. Aber dermaßen. Das ist schon viel zu tief, um mitzusingen. So. Lup. Alter, das reicht nicht. Das kann man sich abschminken, aber dermaßen. Ich schlage auch vor, wir machen erstmal diese Reihe hier oben. Gut, so sehr wenig ist das jetzt gar nicht, aber natürlich noch viel zu wenig im Vergleich. Ich glaube, ich mache hier aber auch. Ach nee, das ist, wie gesagt, offscreen. Ist das gut, wenn ich mal wirklich nichts zu tun habe, kann ich gerne mal sowas dann schöner bauen. Zum Beispiel mit dem Stein und dann hier nochmal schön mit einem Weg drumherum. Und hier darf man eh nie drüber gehen. Vor allem, das ist top unsicher, würde ich sagen. Wenn man das überhaupt als top bezeichnen kann. Die tollen Sprunggeräusche. Monster-Sharky. So, und jetzt geht's immer los mit wir haben ja noch genug LED für den Stone. So, Redstone, nein, wir wollen Hardened Leadstone. 54. Wir haben kein Invar mehr. Haben wir kein Invar mehr? Ich liebe Invar zu machen. Nicht. Geil. Ah, was freue ich mich. Kein Invar mehr. Geil. Wir brauchen zwei Eisen. Also 2:1 ist das Ganze mit Ferris. Nee, nicht 16 oder 8. 12, sagen wir 12. 12:24.
Genau, passt perfekt. Wir müssen unbedingt Redstone Clocks entfernen, sonst da Nickel und Eisen eine starke unterschiedliche Brenndauer haben. Zum Beispiel das Nickel sollte schneller sein, genau. Obwohl wir Eisen zuerst reingetan haben. Haben die eine unterschiedliche Brenndauer und dann würden die Redstone Clocks direkt schon wieder anpingen. Und vom Southend kann man ja auch runterfliegen, das war mir gar nicht so bewusst. Perfekt. Tschüss. Glas haben wir extra gemacht, das ist eine gute Sache. Und gibt sogar Erfahrung, die Redstone fördert. Ich glaube nicht, dass das immer schon war. So. Wie sieht's aus? Ach, das Eisen ist bald fertig. Dann haben wir heute wirklich Harvester Teil 2 und das sind nur unsere Felder. Und jetzt, oh Gott, heftig. 36. 9, 18, 27 und dann haben wir 4 Invar-Blöcke, das dürfte reichen. Gut, dass wir immer noch eine Blockfunktion haben, das macht das Ganze dann doch schneller, falls man das manuell braucht. 34 Diamanten brauchen wir für nichts, ganz ehrlich. Rüstung, gut. Und noch ein Block. Broke for free, my always mood. Ah, das ist echt gute Musik, die bietet sich auch echt für Sky Factory an. Endlich mal habe ich so eine Playlist gemacht. Eine Technik-Playlist, die man auch monetarisieren kann. Natürlich geht es mir nicht nur ums Monetarisieren, aber es ist halt ein angenehmer Nebenverdienst, um ehrlich zu sein. Ganz ehrlich, es ist darum. Darum geht's halt auch bei den aktuellen YouTube-Geschehnissen. Aber für mich, was wirklich zählt, ist, dass ich einfach spielen kann, wie es mir halt gefällt und Leute daran Spaß haben. Das ist eigentlich wirklich eine sehr wichtige Sache. Das ist die Geld, wie immer gesagt wird, och, es wird nur aufs Geld geachtet. Das ist definitiv bei mir nicht der Fall. Es ist angenehm, definitiv nicht verkehrt, aber das ist kein Hauptgrund. Gut, dann mal weiter im Geschehen. 54 hardend und ab dafür. Das dürfte reichen, ja, hier runter. 54, ja, das dürfte wirklich auch für die Zukunft reichen. Aber da haben wir jetzt ordentlich Redstone verbraten. Boah, ich will gar nicht wissen, wie viel Redstone hier in den letzten Folgen hier verbraten wurde. So einen fetten Wasserteich können wir auch mal machen. Einfach, weil es lustig ist. Alter. Ja, wie gesagt, das ist definitiv ausbaubedürftig. Danach wüsste ich gar nicht mehr, was wir machen könnten. Das dürfte da wirklich reichen, aber auch nicht fahrlässig weit, sondern auch gerade so. Ja, nee, nicht gerade so, aber schon neuer. Es dürfte nicht allzu viel weniger sein. Und diese hässlichen Pflasterstein-Dinger, die werde ich alle abtrennen. So, perfekt. Haben wir es geschafft. Die sollten eigentlich vollkommen funktionstüchtig sein. Wir brauchen allerdings noch was. Können wir nicht. Das ist natürlich scheiße. Das ist natürlich Müll. Wir haben keinen Buildcraft hier drauf. Vielleicht installiere ich das sogar noch, wer weiß. Aber ich möchte halt auch, dass man das nachspielen kann, was ich hier alles mache. Deswegen möchte ich nicht allzu viele Zusatzmodifikationen. Enchanted Plus habe ich jetzt drauf gemacht. Das ist dann doch relativ, also für mich essentiell. So, dann können wir die Redstone Clocks mal wieder aufstellen. Oh fuck. So, perfekt. Die sollten jetzt alle Strom bekommen. Ja. Wir brauchen noch 12-mal Upgrades. Pff, Alter, diese Folge, die wird heftig. Ach du heilige Scheiße. Da habe ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Oh, und dafür brauchen wir Plastik oder nicht, ne? Wir brauchen 12-mal Zinn-Upgrades. Gold Nugget. Och, wieder Redstone. Zwölfmal Tin-Upgrade. Wie viel brauchen wir denn dann? 36. So, ich werde mal ein bisschen sammeln und dann melde ich mich gleich wieder zurück. Bis gleich. So, und da sind wir wieder zurück. Musik an. Hier sind die ganzen Tin-Upgrades. Ja, doch, ich habe jetzt keinen Karlauer erlaubt und zu viel gemacht.
Eigentlich soll der hier... Naja, kann er ruhig alles auf blau lassen, was soll's. Hier kommt Tin Upgrade rein. Ja, hier pflanzt er auch schon. Jo, optimal. Der arbeitet super toll. Zinn. 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 Und wir haben 4 Redstone nur zu viel gehabt. Lapis Lazuli. Ach nee, der macht die auf die Seite. Ja, ist ja egal, wie er es aufteilt. Zinn. Zinn. Da habe ich ja auch schon Zinn. Ja, okay, das ist natürlich auch unsere Sache. Der braucht eine Kiste. Das habe ich nämlich auch schon gemacht. Alter, da wird er bestimmt... Oh. So. Das ist nämlich auch noch so... Oh, ich bin der schlauste einer. Das haben wir noch nicht. Zack. Iron. Hier wächst Redstone, haben wir auch noch nicht. Lapis. Und hier sind 3 Enders, die rauskommen aus dem Ding. Boah. Hier ist, hier ist Glowstone, Redstone, Eisen. Hier haben wir schon Ertrag. Essence. Hier haben wir Earth. Wo ist denn da? Hier müsste Essence sein. Und hinten noch Lapis. Meine Güte, und wir haben natürlich noch nicht das System eingerichtet, dass das die Samen wieder zurückkommen. Das ist so ein heftiges Projekt hier. Mit den ganzen Harvestern. Also Teil 3 wird auch noch kommen. Und ich frage mich, wie man... Ah, ein Pneumatic Server. Aber eins steht fest, dafür haben wir erstmal nicht genug Redstone. Seht ihr das an? Wir haben 4. Müssen wir leider erstmal warten. So, Upgrade können wir wegmachen. Ja, dann müssen wir leider etwas abwarten. Da werde ich wahrscheinlich... hier ist so ein Enderman. Gute Nacht. Dann werde ich wahrscheinlich offscreen ein bisschen dran arbeiten, hier an dem Ganzen. Und währenddessen wächst ja der Scheiß. Und dann muss ich natürlich selbst erstmal anpflanzen. Ja, und jetzt erstmal einen Eimer holen. Das machen wir jetzt noch in der Folge. Wir haben es in der Folge verbockt. Genau, Herr Bachulke. Zwei Gießkannen, stimmt ja. Ach, die Eimer sind ja alle hier. Die 10, die 12 sind schon geworden. Es kamen alle durch die Force-Eimer. Aber damit noch was Lustiges am Ende passiert, können wir... Oh Gott. Haha, schön. Arbeitet schön. Zack. Soll er noch schön gedüngt bleiben. Auch wenn da die Düngung nicht mehr weggeht, glaube ich. Aber egal. Ja, du hast jetzt mal auf. Wunderbar. Ein bisschen Erfahrung. Wir müssen auch unbedingt das automatisch machen mit so einem Bottler. Alter, was geht hier mit den Endermännern los? Ab, meine ich. Alter. Alter. Die Musik hängt irgendwie. Alter, dein Ernst, scheiß Enderman. So, egal. Jetzt machen wir noch Spoilspacks öffnen. Als lustiges am Ende. So, Alter, das ist hier immer viele Spoilspacks. Oh, haben wir schön viel Schätze. Im ersten Spoilspack ist Eisen, Dingsbums, Force Bits brauchen wir nicht, Force Shards brauchen wir auch nicht, Force Gems können wir schon eher gebrauchen. Der Spoilspacks, der Spoilspacks vor allem. Der Spoilspack, der kann jetzt hier verdammt werden. Adios. Das hier, den Eimer brauchen wir nicht. Kann auch verdammt werden. Tab, genau. Immer mit der Ruhe.
Staff of Terran können wir immer behalten. Redstone. Mangelware, eine Träne, Safari-Netz, das Zeugs. Verbannen. Den nächsten Sportspack. Redstone Alloy. Das war doch von. Oh Gott, Unwanted Electricity, Alter, das ist auch ganz heftig. Gut, 5, was soll's. War das nicht von Red Power? Wer weiß. Ah ne, das war irgendwie alles was ähnliches. Knochen brauchen wir auch nicht. Floppy Disk brauchen wir auch nicht. Einbrot, Tränen, das Zeug, The Claw können wir gebrauchen. Eventuell mal Apfel, das Zeug, The Claw und Knochen. Obwohl die Knochen auch weg können. So, einen Apfel können wir jetzt essen. So, das einsortieren. Ach, es ist ein Creeper. So, und das Ganze einsortieren und noch weiteres mache ich selbst. Und dann können wir nächstes Mal die automatische... Meine Fresse, na egal. Können wir die automatische Samen-Dingsbums-Kontrolle machen? Ich weiß nicht, wie wir das genau machen, weil ich kenne das nur mit Buildcraft, aber ich denke mal, Pneumatic Servos dürfte man das regeln können. Die das dann wieder aus der Kiste pumpen. Dafür brauchen wir wieder Item Ducts. Seid gespannt, wir haben noch genug zu tun in der Sky Factory. Also bis viele weitere Folgen werdet ihr noch hoffentlich auch dabei sein, weil das ist doch hoffentlich ein spannendes Projekt. Also ich versuche immer... Das war ein neues Pferdegeräusch, ich glaube von Matmos. Ich wollte einfach nur sagen, ich versuche es so spannend wie möglich zu gestalten, auch wenn es manchmal etwas langwierig wird, aber ich denke doch, das wird doch alle für alle unterhaltsam sein. Aber es ist halt ein langer Weg, das muss man halt immer auch sagen, auch wenn man es nicht glaubt. Auch wenn es in der Himmelsdimension ziemlich einseitig erscheint, ist es nicht so. Na gut, bevor ich hier noch weiterhin rede, sagen wir vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal und tschüss.